Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Egge mit 1089 und Co. sozusagen. Und Jona hat mich direkt darauf hingewiesen eben. Jona hat irgendwie... Erstmal der Fahrstuhl geht wieder. Das ist schon mal eine tolle Nachricht. Und apropos Fahrstuhl, wir haben uns auch ein bisschen... Oder ich habe offscreen wieder einige Sachen gemacht. Ich habe ein bisschen Holz gesammelt, ein bisschen Kohle gesammelt, ein bisschen Eisen gesammelt. Alles, was langweilig ist. Und ich habe auch den Gang hier unten ein bisschen ausgeweitet, damit man, wenn man Eisen sammelt, auch den Fahrstuhl benutzen kann, was ja zwischenzeitlich nicht ging, weil Jona nicht da war. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach so. So hast du dir das gedacht, dass man einfach so geht. Dass man direkt geht, damit man so wenig Weg wie möglich fahren muss. Aber der Fahrstuhl geht jetzt noch nicht bis unten durch, oder? Ja, ich wollte gerade Erde holen, um die restlichen Lücken aufzufüllen. Ach so. Ach so, stimmt, die Schräge ist ja so, ne? Ja. Da habe ich irgendwas falsch gedacht. Ich hatte nämlich irgendwie so einen Gang hinten rum gemacht. Stimmt, da habe ich irgendwie... Ich weiß es. Ich habe schon gedacht, als ich das gesehen habe, was du da fabriziert hast. Ja, das sieht man ja auch hier. Das hier habe ich wollte irgendwas hinten rum machen. Weil ich irgendwie dachte, dass der Fahrstuhl so rauskommt, dass man im Prinzip geradeaus gegen die Treppe gegenfährt. Aber ich habe ja die Tiefe... Es regnet Steine! Anscheinend sind gerade alle Steine, die durchgebackt sind, gerade vom Himmel gefallen. Ist ja gerade so... Sehr schön. Steine sind gerade vom Himmel geregnet. So, Jona, aber jetzt, ich habe in der Zwischenzeit, wie gesagt, einiges gemacht und Forschungsbücher, glaube ich, jetzt nochmal zwei neue und auch so an neuen Tischen und so habe ich ganz viel, Jona, oh, das wird aufregend. Ich habe schon mal ein bisschen was angekommen. Ich war noch nicht in der Hütte drin. Ich habe jetzt so den Fahrstuhl aufgestellt und war die ganze Zeit jetzt nur hin und her gefahren und die ganze Also, um das mal zusammenzufassen. Im Loch. Ich habe ganz, ganz viel, oder ich habe ein neues Bauholz gemacht, weil ich mich ja gerne mal um mein Haus weiter kümmern wollen würde. Ich habe eine Menge Sandstein zu Rohstein gemacht und daraus ein bisschen Beton gemacht auch. Ich habe einen ominösen Tisch gemacht, den gucken wir uns gleich an. Das ist nämlich dieser Future-Tisch, der, glaube ich, uns wieder einige Türen öffnet. Und ich freue mich gleich, wenn ich den aufstelle, was da wieder für neue Werkzeuge oder Fahrzeuge uns entgegen lachen. Und ich habe auch... Das habe ich hier oben alles schon deponiert in unserer zukünftigen, hier oben, wo die Industrie zeugen soll. Ich habe einen Raffinerieturm gebaut, der sieht ganz famos aus. Der Öl? Das Ding auch. Ich habe aber erstmal eine Ölraffinerie gemacht. Da kann man Benzin, Biodiesel, Epoxidharz, Kunststoff und synthetischen Gummi herstellen. Dazu müssen wir erst die Ölbohrung erforschen. Schönes Gummi. Das Ding sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Ich lasse es hier einfach mal stehen. Dann habe ich auch diesen so einen Ölbohrturm gemacht. Der sieht auch ganz famos aus. Den stelle ich einfach mal hier neben hin, also wie so ein Denkmal. Das arbeitet jetzt alles noch nicht aus einem ganz einfachen Grund, weil es natürlich Strom braucht, aber halt nicht den mechanischen Strom, sondern den elektrischen Strom. Öl und finden und Öl finden. Ja, ich denke mal, das Ding wird dann aus diesem Ölbohrturm kommen. Aber kann man Öl überall finden oder ist Öl eine Ressource, so, die an einem bestimmten Ort gebunden ist? Das war meine Frage. Das ist eine gute Frage, habe ich noch nicht... Ich denke mal fast, dass es auch... Hast du nicht drüber nachgedacht? Ich habe, wie gesagt, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Ich habe das erstmal gecraftet. Und wie gesagt, können wir das alles... Das ist halt wieder typisch Conrad. Einfach können wir halt alles noch nicht... Können wir alles noch nicht benutzen, weil wir noch nicht den elektrischen Strom haben. Und als drittes oder als viertes habe ich, wie gesagt, einen Wastefilter, also ein Abwasserfilter. Trierungssystem gecraftet. Das stelle ich auch mal hier hin. Das sieht richtig toll aus jetzt hier oben. Aber auch das braucht elektrischen Strom, kann aber wie gesagt das Abwasser filtern und einfach zu normalem Wasser machen. Ob das nun wirklich so viel bringt für die Umwelt, sei mal dahingestellt, aber einfach aus Prinzip habe ich es nochmal mitgemacht. Dann noch was, was ich gemacht habe, das Lager, unser Zwischenlager mit von dem ganzen wie heißt das? Dieser Abfall da bei der Erzherstellung. Die vier Lager sind tatsächlich alle voll. Und ich habe unten das vierte Lager. Wie heißt denn das nochmal? Jona, das Schlacke. Das vierte Schlacke-Lager habe ich unten eröffnet, weil ich halt eine Menge Eisen da gefarmt habe. Und das hat jetzt auch schon wieder ein bisschen was. Aber am meisten habe ich mich auf dieses Ding hier gefreut. Und das stelle ich jetzt gleich einmal feierlich auf und werde dann wahrscheinlich sehen, dass das eine bestimmte Raumstufe braucht, die wir noch gar nicht haben. Mal gucken, ob das über zwei benötigt. So, der Fahrstuhl ist jetzt auch ganz unten benutzbar. Gott, wie das aussieht. Geil. Ich habe jetzt alles hier mit Erde aufgeschüttet. Jetzt kann man hier ganz entspannt lang gehen. Also, Jona. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, in jeder Etage nochmal Knöpfe, damit wir hier in jeder Etage den Fahrstuhl. Das kann ich machen. Das ist gar nicht mal so teuer. Jona, ich habe jetzt hier diesen Electric Machinist Table gemacht. Und der braucht tatsächlich eine Raumanforderung von 2,7.
Und diese 2,7 brauchen wir ja dann, erreichen wir ja nur, wenn wir irgendwelche Sachen haben, die 3, Raumstufe 3 haben. Und das ist unter anderem Stahlbeton, was wir auch schon machen können, aber halt... Teuer ist. Ja, ja, das auch, und noch ein bisschen Zukunftsmusik ist vielleicht auch für uns. Aber einfach mal, um das zu sehen. Und ich lese mal wie immer vor, was sich jetzt hier gerade mir anbietet, an Sachen, die man craften kann. Eine elektrische Stanzpresse. Elektronikfertigung, alter Computerlabor, heilige. Herd, Kupferkabel, Servomotor, Ventil, Verbrennungsgenerator, Verbrennungsmotor, da ist er, den wir schon so oft gelesen haben. Zahnradgießen, Electric Planner, elektrische Drehmaschine und Fass. Was ist eine elektrische Drehmaschine? Was da, Alter, was es hier alles gibt? Electric Planner? Weiß ich nicht, was das ist. Herstellbar bei. Benötigt elektrische Drehmaschine. Ach, die benötigen sich gegenseitig. Und die Stanzpresse? Okay, die Stanzpresse. Okay, aber so einen Verbrennungsmotor könnte man ja eigentlich schon mal machen. Weil das Ding können wir dann ja... Es gibt ja noch dieses eine Fahrzeug, was man an dem Wagenmachertisch machen kann. Was wir noch nicht machen konnten wegen diesem bestimmten Motor. Aber ich glaube, so, Jonas, wir sollten wirklich uns mal um die Fabrik kümmern, bevor das hier unten ausartet. Das kann auch nicht lange, ich bin echt müde. Ja, ja, das wird jetzt heute nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Ding. Ah, oh, ich habe auch 3 Stunden Age of Empires gespielt heute schon. Heute schon? Ach du Scheiße. Ja, kann man mal machen. Ich habe meinen Kopf total durchgenudelt, weil ich Gegner auf Mittel gespielt habe. Also gut, ich glaube, du kennst jetzt nicht Age of Empires so. Also nee, die Schwierigkeitsgrade sagen mir jetzt nicht wirklich was, ne? Aber ich habe bestimmt 5000 Soldaten verheizt. Und das ist viel. Bei einer beim Bevölkerungsmaximum von 500, was du erreichen kannst. Mhm. Das heißt, ich habe locker, ja genau, ich habe locker 12-mal eine Armee gemacht. Und die ist dann trotzdem jämmerlich verreckt an dem einen Gegner, weil der halt wirklich so viele Soldaten gemacht hat. Ich habe erstmal die ersten 6 Heere waren so Billo-mäßig, weißt du, immer das Billigste rausgehauen. Und dann irgendwann habe ich die richtige Kombination gefunden, um ihn ins Grab zu bringen. So, Aufzug funktioniert in alle Richtungen. Jetzt ist da ganz ist unten famos. Ist natürlich noch nicht, die Decke unten ist noch nicht 3 hoch. Oh, scheiße, jetzt hänge ich hier ganz blöd mit dem Karren fest. Das Ding ist auf jeden Fall ganz mies hier. Elektronikfertigung. Ich glaube, das könnte man schon machen, weil es braucht auch nur eine Raumstufe von 1,2. Jona, es gibt Blattgold. Wozu auch immer man das braucht. Blattgold. Computerlabor, elektrische Wandleuchte, Elektromotor. Also das Ding könnte man schon mal anvisieren. Ich glaube, da kann ich sogar schon ein bisschen was machen. Guck an, das geht sogar. Ah, nee, das ist doch eine Niete. Habe ich hier nicht Nieten? 6 Nieten? Ach, das sind Schrauben. Das sieht ja genau gleich aus. Hey, du bist doch, ne, egal. Also ich werde halt nicht viel erzählen, ich werde auch nicht viele Witze machen, weil mein Hirn so durchgenudelt ist und ich bin jetzt... Ja, das ist voll okay. Ich bin mal ein bisschen dabei und erzähle ein bisschen. Was ich noch erzählen kann, das habe ich dir ja zwar heute Morgen schon erzählt, aber für die Aufnahme, ja. Ich habe morgen, ach so, ja. Ich hab morgen meine Anhörung bei der Polizei. Es kam nämlich letzte Woche tatsächlich, ja, was heißt Verspätung, aber es kam relativ spät der Befürchtete, also der Brief halt an, wegen meiner Diebstahlaktion da bei DM. Und es ist halt eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine schriftliche, jetzt ist mir das Wort gerade nicht eingefallen, schriftliche Anhörung, genau, wo man halt das einfach ausfüllt und so weiter. Aber dadurch, dass es ja bei mir etwas besondere Umstände sind, haben wir gedacht, dass wir immer zur Polizei hingehen, also was man auch machen kann. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich würde das, glaube ich, ganz gerne morgen Abend auch erzählen, aber morgen Abend kommt wieder Germany's Next Topmodel. Und ich glaube, das würde ich gerne wieder gucken. Deswegen, ja, mal sehen. Komm schon, Conrad. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also bei aller Liebe, ich hab das ja noch nie geguckt, eigentlich regelmäßig, ne? Also jetzt die letzten Jahre nie. Und ich hatte auch irgendwie immer ganz schön miese Vorurteile. Aber eigentlich geht das. Eigentlich kann man sich das angucken. Es ist irgendwie dieses Jahr, was heißt, ich habe ja eigentlich keine Ahnung, aber ich glaube, normalerweise war das ja so, dass sie irgendwie immer ihre komischen Juroren hatten da. Also und dann gab es irgendwie ein Team, weiß ich nicht, Team Fritz und ein Team Anton und dann... Ja. Genau, ja, haben so sie das früher. Genau, und jetzt ist es irgendwie so, dass es das nicht mehr gibt, jedenfalls in der Staffel. Und deswegen ist immer mal jemand anders dabei. Letztes Mal war es Thomas Gottschalk,
Dann war es am Anfang Lena Gerke, also die hat ja die erste Staffel gewonnen. Dann Stefanie Giesinger, die hat glaube ich 2014 gewonnen. Also so ein paar bisschen Abwechslung, das ist eigentlich ganz lustig. Und es sind da auch irgendwie nicht so eine Zicken und so eine Mem, weil mittlerweile, wenn man da hingeht als junge, ambitionierte Frau, dann weiß man ja eigentlich, was auf einen zukommt. Dass man mal sich mit irgendwelchen Viechern fotografieren lassen muss oder dass man mal mit sehr wenig Klamotten sich fotografieren lassen muss und kein whatever. Und dass dann irgendwie... Dass man sich mal die Haare abschneiden lassen muss. Genau, das stimmt, dass man sich mal die Haare abschneiden lassen muss. Und deswegen ist das, glaube ich, ist da nicht mehr so ein Riesengeheule die ganze Zeit. Weil man ja, wenn man dahin geht, das schon im Hinterkopf haben könnte, dass einem sowas dann mal blüht, früher oder später. Ja, aber ich habe mir ein paar Berichte durchgelesen, was da so dahinter steht. Ja. Und dass das eigentlich, sage ich mal, totaler Schwachsinn ist, was die machen. Also die Mädchen haben ja wahrscheinlich selbst keine Ahnung, was da jetzt genau hintersteht und was für einen Vertrag sie am Ende abschließen. Mhm. Und gut und gerne, selbst die Gewinner haben eigentlich am Ende einen halbwegs formulierten Knebelvertrag, der ja. Ihnen überhaupt nichts bringt und sie an die Modefirma von dem Mann, von ehemaligen Mann von Heidi Klum, hat sie jetzt nicht einen neuen, ich bin mir nicht ganz sicher. Den neue nicht, Tom Kaulitz ist ja der neue. Bindet und das nicht gar nichts bringt. Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist nicht so schlimm wie bei DSDS und so weiter. Und eine Vertragsbindung ist, glaube ich, im Model-Business doch erstmal gar nicht schlecht, weil dann hast du ja erstmal einen Bezug. Ja, aber es geht halt darum, dass es ein Knebelvertrag ist. Ja. Ey, Jona, was ganz anderes. Kannst du vielleicht mal den Fahrstuhl hochschicken? Dann kann ich mit dem Karren mal runterfahren. Der ist ganz oben. Nee, ist er nicht, leider. Sonst, warte, sonst mache ich, mal diese komischen Fahrstuhlknöpfe. Warte, ich schicke ihn nach oben. Aber mein Karren ist noch drin. Ist das alles ein bisschen komisch hier mit einem Brille und so. So, schick mal den Fahrstuhl hoch. Warte. Okay. So. Wo waren denn diese Fahrstuhlknöpfe? Ach da, Rufposten. Machen wir nochmal ein. Also, Jona, ich glaube, bevor wir jetzt technisch hier noch weiter voranschreiten, ist es, glaube ich, wirklich sinnvoll, unsere Industriehaus da zu bauen. Sonst machen wir das gar nicht mehr, wenn wir das irgendwie immer alles hier zwischen Tür und Angel machen. So, danke für den Fahrstuhl. Zack. Uah. Jetzt nicht runterfallen, ja? Scheiße. Jetzt kommen hier an die Knöpfe ran da hinten. Kacke. Muss ich da vorwärts reinfahren wahrscheinlich, ne? Das merkt bestimmt, dass ich super krass motiviert bin. Du klingst echt müde, Alter. So. Weißt du, was mir gerade vor einer Viertelstunde eingefallen ist, dass ich noch eine Lateinklassenarbeit korrigieren muss? Korrigieren muss? Naja, okay. Berichtigung. Hast du schon wieder bekommen? Mhm. Darf ich fragen, wie es war? Oh. Es ist eine 2 geworden. Also okay. Defekt, ja, ist okay. Das ist doch schön. Das Problem ist halt das alte Problem, die Übersetzung wiegt halt schwerer als ja. Die Dings. Übersetzung ist eine 2, Grammatik eine 1. Hm. So. Aber das ist echt gut. Also da kannst du dich auf jeden Fall glücklich schätzen. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass ich einmal eine Klausur verkackt habe. Also verkackt ist bei mir auch immer relativ, aber die war relativ schlecht. Ich glaube 3 minus ja, oder, so, oder 4 plus oder so. 2 plus. Ich glaube einmal hatte ich eine 4 plus. Das war echt krass. Da war ich irgendwie nicht gut. Vor allem in Dateien war es bei meinen Klausuren auch irgendwie immer so, dass ich mein Gefühl nach der Klausur hat irgendwie rein gar nichts darüber ausgesagt, wie es am Ende lief. Also es war oft so, dass ich ein richtig gutes Gefühl hatte. Das war bei der 4-Plus-Klausur auch so. Ich habe ein richtig gutes Gefühl gehabt und dann eine 4-Plus bekommen. Und es war auch genau andersrum, dass ich hammer Scheißgefühl hatte und dass es dann richtig gut wurde. Das war in Latein irgendwie so krass wie in kein anderen Fach, kann ich mich erinnern. Ja, wobei ich habe das auch in, das wie heißt das Fach? In Englisch manchmal. Ja. Dass ich denke so, oh scheiße, das war jetzt aber nicht gut, da ist jetzt aber überhaupt nichts mehr gewusst und dann war halt das, was man dachte, was man nicht weiß, irgendwie trotzdem richtig. Weil der, weißt du, sowas, was man vor 2 Jahren hatte, wo man sich nicht über ganz so sicher ist, wo man halt so denkt, nee, eigentlich ist das falsch, aber wo dann halt die Intuition einen doch noch... Ja. Und das Wissen, was Unterbewusstheit eigentlich ja immer vorhanden ist, den Arsch rettet. So, ich bin lange kein Auto mehr gefahren.
Ja, ich habe langsam den Bogen raus. Ich habe jetzt auch, ich habe zum Beispiel so weit den Bogen raus, dass ich mit dem Auto unten nach unten fahren kann auf dieser, in Anführungszeichen, schmalen Dreierstrecke, um Holz zu holen. Das habe ich tatsächlich geschafft, ohne abzustürzen. Welche schmale Dreierstrecke? Na, die halt runterführt zum Farmhaus. Also schmal, in Anführungszeichen, natürlich. Ach so, die. Aber es ist natürlich schon ein bisschen frickelig, an so einer Dreiecke abzubiegen. Also in einem Schwung geht das leider nicht. Also ich werde wahrscheinlich morgen Abend, wenn du ein bisschen mehr erzählen wirst, hoffentlich klingt so blöd, aber wahrscheinlich mehr erzählen wirst, werde ich mich mal mehr mit der Straße beschäftigen und ich werde mal Leon fragen, ob er nicht irgendwie schafft, mal demnächst da sein Gebiet zu endframe. Also wie gesagt, ja. Keine Ahnung, was er jetzt gerade macht. Er hat halt... Was habe ich denn nicht gerade gemacht? Ist Papa und hat, noch um Ohren. Geht zur Uni und dementsprechend ist sein Zeitpensum außerhalb der Semesterferien etwas begrenzt, wobei er ja in den Semesterferien ordentlich rangeklotzt hat. Aber ich glaube, das wird für ihn erstmal ein ganz schöner Kulturschock werden. Ich habe gerade gemerkt, dass ich totale Scheiße gemacht habe hier. Ist auch schön. So. Ich brauche definitiv wieder Eisen. Ey, Eisen ist so... ständig Mangelware. So. Ich lucke aber den Fahrstuhl jetzt. Ach fuck, ich muss andersrum reinfahren. Ah, das ist echt ätzend. Dass man da nicht einfach so entspannt reinhuschen kann. Ja, ich kann. Du kannst ihn sonst nochmal umdrehen und gucken, ob er trotzdem funktioniert. Ach stimmt, das kann. Ja gut, das kann ich machen. Wenn nicht so weit ist. Wow, wo hänge ich jetzt fest? Ach, komm schon! Nein, wieso hänge ich jetzt fest? Warum? Wo? Oh, Scheiße. Ganz ehrlich, im Tunnel da diese Schrägen hochzufahren, das ist echt kein Spaß. Scheiße. Nee, auf jeden Fall nicht. So, stopp. Stopp. Ich finde ja auch die Fahrstuhlstörung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was ist jetzt eigentlich dein Gespräch mit dem Fuzzi da? Mit dem Anwärter zum... Bürgermeister? Ja. Das ist am 26. April und ich habe mich heute das erste Mal etwas ausführlicher mit der dafür zuständigen Sozialkundelehrerin getroffen und habe heute schon den ersten Ablaufplan bekommen dafür. Und es wird tatsächlich relativ groß. Ich hatte ja am Anfang gedacht oder überlegt, ob das irgendwie eine Schule in Rostock ist, ob die so ein bisschen Promo machen. Aber tatsächlich ist das eine Idee aus unserer Schülervertretung. Und dann hat das halt eine Lehrerin ein bisschen in die Hand genommen und ein bisschen geleitet. So dass wir halt jetzt diese Bürgermeisterdiskussion ganz exklusiv bei uns an der Schule haben. Und das ist auch richtig mit Presse und Zeitungen und Fernsehen, weiß ich wahrscheinlich, Fernsehen wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall wird das auch öffentlich irgendwie ein bisschen behandelt. Nach draußen getragen. Genau, und das wusste ich nicht und das natürlich umso cooler, da ein Teil davon sein zu dürfen. Und was in Anführungszeichen jetzt gerade aktuell noch ein Problem ist, sie hätten ganz gerne, dass ich das nicht alleine moderiere, sondern zu zweit und möglichst mit einem Mädel. Also muss jetzt nicht, aber es wäre einfach... Frauenquote. Genau, es wäre einfach cool, wenn das klappen würde, sozusagen. Und ich habe natürlich auch so ein paar Leute, die mir jetzt einfallen, aber ob sie darauf Bock haben, das ist das eine. Und dann schließt es natürlich auch viele Leute auf die ich keinen Bock hätte oder wo ich weiß, mit denen wird das irgendwie eine inkompetente Aktion oder so. Glaube ich, kommen da nicht so viele Leute in Frage. Und man würde da ja gerne als Moderatoren-Duo so sich ein bisschen den Ball hin und her werfen können und nicht ständig irgendwie, weiß ich nicht, Angst haben, dass man überhaupt nicht miteinander klarkommt oder so. Das wäre natürlich doof. So. Aber mal gucken. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ist ja jetzt noch ein bisschen hin. 16 Tage, also gut 2 Wochen. Aber das wird auf jeden Fall sehr... Na, packst den schicken Anzug aus. Das habe ich vorhin tatsächlich das auch das erste Mal überlegt. Mal gucken, das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Wäre auf jeden Fall mal wieder ein Einlass. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal hatte ich ihn, glaube ich, wirklich bei unserer Reformationsaktion an. Ich glaube, danach nicht mehr. So. Ich merke gerade, dass ich wieder nichts hinkriege. Ich merke gerade, dass ich super müde bin. Ich glaube, ich werde mich jetzt verabschieden, bevor Mach das, Junge. Mach ganz entspannt. Na gut. sehr, sehr bezeichnend gerade das Gehen. Schön.
So. Ja, dann hau rein, Jonah. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis morgen. Oder? Warte mal, bevor ich hier... Ich schmeiß mich jetzt hier raus. Weil du nichts mehr gesagt hast, dachte ich jetzt. Ja. Ja, dann tschüss. Jo. Auch in die Aufnahme. Jo. Und, ja, wer weiß. Wir hören uns morgen, also morgen Nachmittag geht bei mir wieder. Ja. Wir hören uns morgen... Vielleicht diesmal ein bisschen früher, wenn es geht. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir es einfach mal vorm Abendbrot machen. Ich weiß ja nicht, wie lange mein Polizeiding morgen geht. Mal gucken. Wir stayen einfach in Contact. Oh yeah, alles klar. Na gut, dann tschüss. Hau rein. Tschüss. Jo, ciao. Das. So, das sehen wir nur noch zu zweit. Also, mit Musikbot. So, ich mache jetzt auch nicht mehr lange. Ich glaube, ich mache einfach jetzt die Folge. Wir nehmen jetzt 21 Minuten auf. Mal einfach eine etwas längere Folge vielleicht. Und jetzt mache ich nicht noch, strecke ich das nicht auf 40 Minuten hier. Also um vielleicht mal irgendwie den Spielstand jetzt mal irgendwie kurz zusammenzufassen, wo wir jetzt gerade stehen und was jetzt so unsere nächsten Dinger sind. Wir haben uns, glaube ich, technisch befinden wir uns auf einem relativ weit entwickelten Level schon, kann man, glaube ich, behaupten. Also wenn ich mir das hier oben angucke, sieht das auf jeden Fall schon mal gut aus, optisch auf jeden Fall. Problem ist leider aktuell, dass wir noch keine Möglichkeit haben, hier den Strom herzustellen. Oh, der braucht gar keinen Strom. Aber das Ding, glaube ich, braucht Strom. Ja, genau. Und zwar elektrischen Strom. Und das Ding hier auch, obwohl es gar nicht so wichtig ist, aber trotzdem. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir jetzt mal langsam unsere Fabrik oder was auch immer hier geplant ist, dass wir das mal bauen. Und das würde ich natürlich wenigstens teilweise gerne aus Stahlbeton machen, und Stahlbeton benötigt Bewährungsstahl und Beton, logischerweise, denn Stahlbeton hat Raumlevel Numero 3, und das Problem dabei ist jetzt, dass wir aktuell kaum Eisen haben, oder nicht zu sagen, gar kein Eisen haben. Das heißt, ich kann jetzt auch nichts craften, das heißt, dass ich wieder Eisen farmen muss, und das mache ich auf jeden Fall offscreen. Wenn wir jetzt nichts zu quatschen haben und da ich jetzt alleine bin, sowieso nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Stahlbeton, das ist das, was ich anpeile. Ich könnte... Habe ich nicht so gestern... Ich habe gestern ganz viel Steine in Auftrag gegeben. Hier sieht man, die sind irgendwie falsch gelandet. Dann würde ich vielleicht nochmal ein bisschen Beton in Auftrag geben. Das ist hier ein bisschen durcheinander alles. Alter... Klappt gerade nicht. Und dann würde ich, glaube ich, auch die Aufnahme schon wieder beenden. So. Gucken, wie viel kommt dabei rum? Nicht viel, ne? Na doch, ein bisschen. So, also es ist gut, dass wir so viele Steine haben, tatsächlich. Denn Beton ist nach wie vor recht teuer. 12 Stück bekommen wir aus 270. Zum Glück haben wir so viel Sandstein, Alter. So. Okay, das ist schon mal gebongt. Dann gucke ich nochmal ganz kurz hier rein. Denn da war irgendwas drin, womit man elektrischen Strom erzeugen konnte. Verbraucht 100 Watt. Kupferkabel, Herd, Servomotor. Macht das Strom? Nein. Guck mal, robotische Fertigungsstraße. Alter, Solargenerator, cool. Ventil, hier, Verbrennungsmotor. Guck mal, produziert 3000 Watt Strom. Also Energie, Strom. Obwohl, was ist denn das? 3000 Watt... Watt ist... Was ist ein Watt eigentlich? Watt? Es ist ja auch nicht Energie. Energie ist ja Joule. Und Joule ist es Watt-Sekunde, oder? Stimmt das? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich mache ja Physik-Leistungskurs, trotzdem peinlich. Also produziert 3000 Watt. Ist Watt Arbeit? Ja, Watt? Nee. Jetzt bin ich gerade verunsichert. Jetzt muss ich jetzt mal googeln. Also wie gesagt, das Ding produziert 3000 Watt. Und das heißt, denke ich mal, dass das dann... der Strom ist, den wir benutzen können, und dafür brauchen wir einen Verbrennungsmotor. Wie gesagt, Eisen fehlt auch an dieser Stelle. Also ich glaube, einen Verbrennungsmotor sollten wir auf jeden Fall anpeilen. Als nächstes einfach. Und dann vielleicht die Fabrik bauen, dann können wir hier auch mit diesem Zeug weitermachen. Aber es bringt jetzt nichts. Man sieht es hier, Raumstufe 2,7. Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Stahlbeton, und da müssen wir einfach mal daraus ein bisschen was bauen. Vielleicht muss ich da auch screen noch mal ein bisschen hustlen, dass wir da ein bisschen was auf Tasche haben. Und dann würde ich sagen,
können wir hier weiter voranschreiten. Es gibt wirklich einige, das passt wieder alles nicht. Wirklich einige Sachen, die wir noch nicht kennen. Also es ist immer wieder spannend, in die neuen Werkbänke zu gucken und zu sehen, was uns da noch alles eröffnet. Irgendwelche Solarsachen, die ich eben gesehen habe, sehr, sehr geil. Hier haben wir jetzt tatsächlich so gut wie alles gecraftet. Man kann jetzt immer so durchgehen. Guck mal, den Zementbrennofen, den Wastefilter haben wir, die Raffinerie, den Ölbohrturm, die Spüle ist jetzt nichts Spektakuläres. Ein paar Werkzeuge, die Wasserpumpe haben wir, die Kettensäge noch nicht. Können wir aber auch noch nicht machen, weil wir noch nicht die Elektronikfertigung haben, genau. Aufzug, Hochofen und dann den Electric Machinist Table haben wir auch. Und dann die Fahrzeuge halt, Traktor, ja gut, who cares, brauchen wir aktuell nicht. Also das Ding haben wir schon fast komplett durchgenommen, das ist wirklich gut. Und dann würde ich sagen, ist als nächstes die Fabrik dran. Und bis dahin muss ich eine Menge an Eisen farmen. Das wird auf jeden Fall fröhlich. Und ich glaube, der Sandstein wird auch langsam zugrunde gehen. Da sieht man, wie der Rauch rauskommt. Und dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahmen. Ich gucke nochmal ganz kurz bei Watt. Watt. Sie wurde nach dem schottischen Ingenieur James Watt. Großbuchstabe W. Watt. Leistung. Leistung ist P, genau. Aber Leistung. Ich weiß es gar nicht mehr, ey. Stimmt, Leistung ist P für Power, glaube ich. 1 Watt ist Kilogramm mal Quadratmeter durch Kubiksekunde. Das ist ja fast wie Volt, ne? Volt ist, glaube ich, Kilogramm mal Quadratmeter durch Ampere mal Kubiksekunde. Okay, jetzt auch gerade Fachsimpel hier. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle die Aufnahme mit diesem wunderschönen Blick auf den auf das drehende Windrad, den qualmenden Turm und das Auto. Und dann beim nächsten Mal haben wir hoffentlich ein bisschen Eisen gefarmt. Und ich glaube, ich werde morgen tatsächlich Germany's Next Topmodel gucken. So doof das klingt. Und dann beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall von meiner Polizeistory erzählen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es ausgeht. Aber ich glaube, das wird sehr spannend. Mal gucken, was bei rumkommt, was mir blüht. Oder ob die Polizei gnädig ist, ob sie mir glauben. Man wird sehen. Ich bin sehr gespannt. Na gut, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüss.